Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie recht herzlich zu einem neuen Knochenvideo. Mein Name ist Henning, ich bin der Produktmanager und ich lade Sie heute ein, zusammen mit mir und dem Speedmax im Körnermais als auch im Silomaisstoppel einmal zu schauen, was der Speedmax zu leisten vermag. Das Thema der Maisstoppelbearbeitung gewinnt von Jahr zu Jahr an Bedeutung. Sei es der immer weiter nach Norden wandernde Maiszünsler, der die Pflanzen und die Bestände nachhaltig schädigt, oder aber auch die Fusariumgefahr für die Folgekultur, die mit rückbleibenden Ernterückständen einhergeht, machen die Bearbeitungen wirklich essentiell. Häufig werden die Maisstoppelbestände mit einem Grubber oder mit einer Scheibenegge mechanisch so bearbeitet und auf die Einarbeitung in den Boden vorbereitet, oder aber sie werden intensiv mit einem Mulcher zerschlagen, sodass für den Maiszünsler keinen Lebensraum mehr bleibt und dass die organische Zersetzung so weit voranschreiten kann, dass auch Fusariumpilze in der Folgekultur keinen großen Schaden mehr anrichten kann. Der Nachteil allerdings einer Grubber- und Scheibeneggenbearbeitung ist jedoch, dass die Stängel häufig intakt bleiben, nach wie vor Lebensraum für den Maiszünsler bieten und auch nach mehreren Jahren der Flugfurche plötzlich wieder oben auftauchen können. Und der Nachteil beim Einsatz des Mulchers ist allerdings, dass wir wenig Schlagkraft haben, da wir langsam fahren müssen und dass wir durch den intensiven Kraftstoffeinsatz eine sehr teure Bearbeitung damit hervorrufen. Als Alternative dazu hat sich der Einsatz des Speedmax, einer Messerwalze, wirklich als sehr, sehr vorteilhaft erwiesen. Der Vorteil, den Sie mit dem Speedmax haben, ist, dass Sie bei Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 25 km/h eine enorme Schlagkraft erzielen und durch den extrem geringen Abrollwiderstand der Maschine auch Kraftstoffverbräuche von 3 bis 5 Litern pro Hektar erzielen können. Das gibt Ihnen den Vorteil, dass Kostenersparnisse von 20 bis 40 Euro je Hektar im Vergleich zu einer Mulcherbearbeitung durchaus möglich sind. Aber nun genug zum Hintergrund der Maisstoppelbearbeitung. Lassen Sie uns einen Blick in den Boden werfen und schauen wir uns einmal an, was für Stoppeln, was für eine Bearbeitung vor der Bearbeitung wir hier haben und was der Speedmax letztlich in der Bearbeitung der Maisstoppeln tut. Bevor wir uns näher mit dem Boden widmen, möchte ich Sie einmal aufmerksam machen auf die vom Fontünen-Institut herausgegebenen Rahmenbedingungen für den Mulchereinsatz. Mit diesen Rahmenbedingungen sind Sie in der Lage, den Mulchereinsatz bzw. die Bearbeitung nach der Maisernte beurteilen zu können. Und Sie sehen hier schon, es gibt Eingangsbedingungen, die für die Ackeroberfläche nach der Bestellung beurteilt werden, ob die Dämme konvex sind, ob es ebene Dämme sind oder ob es Mulden sind, in denen die Maisstoppel stehen. Natürlich dann aber auch der Habitus der Maisstoppel, stehen die Stoppel fest, sind sie abgeknickt oder von der Häckselkette vielleicht auch schon überfahren worden. Natürlich spielt auch die Häcksellänge eine wichtige Rolle zur Beurteilung. Dann sehen Sie natürlich auch das Arbeitsergebnis, welches sich beurteilen lässt, von minus minus, kaum beschädigt, bis plus plus, sehr aufgespleist und aufgesplitterte Stängel, die keinerlei Lebensraum mehr für den Zünsler bieten und gleichzeitig natürlich aber auch gute Angriffsfläche und eine gute Oberfläche für die Organismen im Boden und für die Rottebeschleunigung bieten. Und nach diesem Schema bietet es sich dann an, eine Bonitur im Maisstoppel durchzuführen und einmal zu schauen, wie effektiv letztlich die getane Bearbeitung, entweder mit dem Mulcher oder aber auch mit anderen Maschinen, wie zum Beispiel mit dem Speedmax, sind. In dem Fall, wir nutzen diese Bonitur-Skala immer sehr schön und sehr gerne, um auch einmal einen Vergleich bzw. eine Effektivität der Maisstoppelbearbeitung heranzuziehen. Und wenn wir hierbei mal auf einige Besonderheiten der Mulcherbearbeitung im Vergleich zur Speedmax-Bearbeitung eingehen, dann sehen wir sehr schön, der Speedmax hat einfach im Vergleich zum Mulcher einen wesentlichen Vorteil. Er dringt mit seinen Klingen in den Boden ein. Das ist etwas, das der Mulcher nicht schafft. Das heißt auch, dass wir bis in die Stützwurzel mit der Klinge reinkommen und auch treffen und beschädigen. Das ist etwas, das der Mulcher, wie bereits erwähnt, nicht schafft und wo wir dann einfach auch nochmal mehr Lebensraum vom Zünsler bis unten in die Stützwurzeln befinden sich 96% der Maiszünslerlarven auch tatsächlich treffen können.
Darüber hinaus sind Mulden, in denen die Maisstoppel stehen, als nicht ganz so negativ einzuschätzen wie bei einem Mulchereinsatz, weil die Klinge eh etwas in den Boden eindringt und somit die Mulden A dann egalisiert, verformt und einglättet und B auch nochmal super an die Maisstängel herankommt. Gleiches gilt natürlich dann auch zu sagen bei abgeknickten Stoppeln. Die sind im Mulcheinsatz als negativ zu bewerten. Das ist natürlich ganz klar, da der Mulcher eine gewisse Höhe über dem Boden arbeitet. Da kommt der Speedmax natürlich wirklich zu seinen Stärken, weil da, wo die Häckselkette rübergefahren ist und wo die Stängel bereits liegen, hat der Speedmax leichtes Spiel. Er braucht im Prinzip nur noch schneiden und mit seiner Klinge den Stängel, der schon perfekt mechanisch auf dem Boden liegt, zerschneiden. So, schauen wir uns einmal die Beurteilung der Ackerfläche und auch den Habitus der Maisstoppel in echt an. Und hier sehen wir schon sehr schön rechts bereits bearbeitet vom Speedmax und links noch zu bearbeiten. Und hier vor uns sind einfach mal drei Maisreihen aufgetaucht, die tatsächlich ein sehr gutes Beispiel dafür sind, wie die Maisreihen in der Natur auch auftreten. Wir haben einmal hier einen Damm, der ist etwa 5 cm hoch. Diese Maisreihe in der Mitte steht in einer Mulde, welche etwa 2 cm tief ist. Und hier sehen wir einen Bereich von Maisstoppeln, der von der Häckselkette überfahren worden ist. Und das sind natürlich jetzt auch für den Mulchereinsatz herausfordernde Dinge. Hoher Verschleiß an den Werkzeugen, nicht ganz Bearbeitung der Maisstoppel oder aber auch liegen gelassene Maisstoppel, da der Mulcher nicht bis an den Boden herankommt. Und das sind jetzt einfach Momente, wo der Speedmax auch seine Stärke ausspielen kann, weil wir im Boden arbeiten und weil wir mit unseren Klingen etwa bis 1,5–2 cm tief in den Boden eindringen können. Wir planieren und egalisieren diesen Damm mit ein. Er bringt schon mal Boden und Feuchtigkeit mit in die Maisstängel. Er bereitet die nächste Bearbeitung vor. Er erregt die Rotte an. Wir haben die Möglichkeit, 2 cm tief in den Boden einzudringen. Wir kommen also auch wesentlich besser noch in Mulden und Dämme rein. Natürlich ist dem Ganzen hier auch Grenzen gesetzt mit einer Messerwalze, das ist klar. Und wenn wir uns die mit der Häckselkette überfahrenen Stängel anschauen, dann sehen wir und merken wir auch recht schön, dass das Messer jetzt Leichtes hat, indem es nur noch die schon schön plattgelegten Stängel, welche in eine Richtung liegen, hacken muss. Sei es gerade, also mit der Fahrtrichtung, gegen die Fahrtrichtung oder aber auch wie in unserem Beispiel etwa 15 bis 20 Grad versetzt zur Bearbeitungsrichtung. Ja, Sie sehen es hier schon, links noch zu bearbeiten, rechts bereits durch den Speedmax bearbeitet. Und was wir sehen, wenn wir hier schon so drüber schauen, wir sehen wieder eingangs die Stärke des Speedmax, dass er im Boden arbeitet. Und Sie sehen es hier auch sehr schön, er dringt etwa 1,5 bis 2 cm tief in den Boden ein. Und durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit bringt er auch Oberboden mit in die Organik. Und das hat den riesen Vorteil, dass die Maisstoppel und auch Erntereste bereits mit Feuchtigkeit und mit Boden in Kontakt kommen und dann auch zeitig das Rotten beginnen. Das hat den Vorteil, dass die Fusariumgefahr gesenkt wird, aber auch die Verrottung von Organik aufs nächste und auf die Folgekultur vorbereitet werden. Durch den kurzen Schnittabstand beim Speedmax von etwa 11 cm gepaart mit der hohen Rotationsgeschwindigkeit sehen wir schon sehr schön, dass alle Stängel bearbeitet bzw. getroffen worden sind. Und so wird auch jeder Stängel mindestens einmal getroffen und dadurch mechanisch beschädigt bzw. geöffnet, sodass dem Zünsler der Lebensraum genommen wird. Aber schauen wir uns die Stängel doch mal genauer an. Ja, schauen wir mal auf die Maisreihe, die sich hier vor uns präsentiert. Hier sehen wir schon sehr schön, der Stängel tatsächlich wurde auch zweimal getroffen. Einmal mechanisch, nicht ganz durchgeschnitten. Hier oben ist der Stängel angeschnitten, aber das Schöne ist, er ist einmal auch dann im Prinzip, Sie sehen es hier, aufgespleist und geöffnet. Der Stängel hier ist auch komplett aufgesplissen. Sie sehen es schön, bis zum Knoten ist auch dort der Stängel geöffnet. Ja, hier natürlich auch mal, ja doch, das ist ein Paradebeispiel. Stängel schön durchgeschnitten, aufgespleist, aufgesplissen hier. Auch unten der Knoten offen, sodass hier wirklich für den Zünsler jeglicher Lebensraum genommen wird. Ja, hier auch nochmal ein schön geschnittener Stängel, der hier liegt, das Innenleben eines Stängels. Dieser Stängel ist auch sehr schön durchgeschnitten. Wie Sie an der Fontünen-Skala eingangs auch gesehen haben, es ist wichtig, dass die Stängel im Prinzip beschädigt sind, so dass wir die Stirnseiten offen haben, der Stängel, und da im Prinzip Feuchtigkeit und Kälte bzw. dann der Frost in die Stängel eindringen kann. Negativ als Null anzusehen wäre das, wenn beide Stirnseiten geschlossen sind, aber der Stängel mittendrin mechanisch beschädigt ist. Und negativ bzw. im Minus dann anzusehen, wenn der Stängel natürlich weitestgehend unbeschädigt ist, sodass dem Zünsler Lebensraum bleibt. Aber wenn wir doch hier mal so drüber schauen, dann sehen wir auch sehr deutlich, dass die meisten Stängel alle beschädigt sind, alle Stirnseiten sind offen.
Also ich würde hier sagen, wir befinden uns hier durchweg über der Null, tendenziell eher im Plus und bei manchen Stängeln natürlich auch im Plus-Plus-Bereich. Also ich lade Sie ein, führen Sie gerne mal die Bonitur auch bei sich auf dem Acker durch und schauen Sie einfach mal bei sich auf dem Acker, welche Effektivität schaffen Sie dort mit Ihrer Bearbeitung im Maisstopp. Sollten Sie noch ein paar Minuten Zeit haben, so lade ich Sie gerne ein, schauen wir uns den Speedmax einmal im Körnermais an. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie sehen es, wir haben den Standort gewechselt. Wir befinden uns jetzt hier auf einem Schlag mit gedroschenem Körnermais. Das heißt, die Spindel, die Kolbenreste und das gesamte organische Material der Pflanze verbleiben hier auf dem Acker. Und Sie sehen schon, man muss bei der Bearbeitung im Vergleich zum Silomais wesentlich genauer hinschauen. Das Bild sieht etwas anders aus als mit dem Silomaisstoppel. Wobei die Unterschiede genau liegen, das schauen wir uns jetzt an. Also die Unterschiede im Vergleich zu einer Silomaisbearbeitung sind natürlich in dem Fall hier optisch und jetzt auf der Kamera halt auch kaum auszumachen, beziehungsweise immens im Vergleich zur Silomaisbearbeitung. Das liegt in dem Fall einfach an der Matratze, an dem gesamten organischen Material, was hier auf dem Boden verbleibt und was letztlich die Messer daran hindert, an den Boden zu kommen. Nichtsdestotrotz ist die Beschädigung der Stängel aber identisch. Und das ist letztlich auch das, worauf es ankommt, dass wir die Stängel aufspleißen, dass wir ihnen den Weg zur Feuchtigkeit und zu Frost eröffnen, sodass der Lebensraum der Zünslerlarven gestört wird und dass auch Rottepilze schnell die organischen Materialien verarbeiten können. Und am besten lohnt sich dabei mal ein Blick unter die Elemente der Maschine und hierbei wird sehr schön deutlich, mit was für einer Herausforderung letztlich die Maschine zu tun hat. Also wir haben hier eine unheimliche Matratze von Maisstroh, über die die Messer natürlich drüber laufen und die Messer letztlich auch daran hindern, so tief in den Boden einzudringen, wie es beim Silomaisstoppel der Fall war, wo wir dann auch durchaus 1,5 cm in den Boden eindringen. Und wir sehen es schon hier sehr schön, natürlich dringen die Klingen auch mit in den Boden ein. Sie sehen es hier vorne, man sieht die Messerspuren, allerdings dringen sie nicht so tief in den Boden ein, wie es beim Silomais der Fall war. Aber man sieht es auch hier sehr schön, die Maisstängel, die dann teilweise noch stehen bleiben, das sieht man auch in den Reihen hier, dass wir durchaus auch noch Stängel haben, die wieder nach oben schauen. Diese sind aber auch alle irgendwo beschädigt. Das heißt, die Stirnseiten sind offen und auch hier in der Mitte, Sie sehen es hier sehr schön, da hat die Klinge wie ein Stängel erwischt und diese sind nach oben hin aufgespleißt und da in der Mitte auch, haben mehrere Treffer erlitten. Also optisch ist das Arbeitsbild natürlich ein anderes, als wir es beim Silomais gesehen haben, aber quantitativ bzw. qualitativ, das wollte ich sagen, sind die Stängel auch beschädigt worden. Sinnvoll, um die Bearbeitung dann auch beurteilen zu können, ist es auch immer natürlich die Reihen, sich vom Stroh zu befreien nach der Bearbeitung und dann auch einmal zu schauen, hey, wie sieht die Bearbeitung aus? Und wir sehen jetzt hier eine Reihe, die ist sehr schön bearbeitet, sehr schön geschnitten. Das wird wahrscheinlich eine Reihe sein, die etwas erhöht auf einem Damm stand, wohingegen diese Reihe vielleicht etwas erniedrigt stand, beziehungsweise auch viel Stroh drauf lag. Aber selbst wenn wir uns diese Reihe hier mal anschauen, dann sehen wir auch sehr schön die Beschädigung, die die Messerwalze der Speedmax hier in dem Fall hinterlassen hat. Na, also das ist das, was ich eingangs sagte. Und das ist da unten beschädigt. Das ist das, was ich sagte, dass das Bild optisch anders aussieht als beim Silomais, einfach aufgrund der Matratze, der Puffermatratze, die der Körnermais hier hinterlässt, aber dass die Beschädigung der Stängel durchaus auch da und durchaus auch getätigt worden ist. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, der Einblick in den Boden und in die Bearbeitung der Maisstoppel mit dem Speedmax hat Ihnen gefallen. Sollten Sie noch Fragen haben, schreiben Sie sie gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer auf rege Diskussionen über Landwirtschaft, über Maschinen und über Bearbeitungsweisen. Insofern seien Sie herzlich eingeladen, dort Ihre Fragen zu stellen. Sollten Sie weitere Fragen haben oder an einem Test mit der Maschine interessiert sein, schreiben Sie es einfach hier an die info@knoche-maschinenbau.de oder bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und wünschen Ihnen natürlich eine ertragreiche Ernte.